So, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Teil 688. Ich befinde mich gerade in Liebenberg, auf dem Schloss Liebenberg in der Mark Brandenburg. Das ist nördlich von Berlin, in der Nähe von Oranienburg, in der Nähe von Liebenwalde. Und komme hier vorbei, dachte ich, hältst du mal an. Und als Historiker macht man immer Entdeckungen, die man unerwartet sind, aber das will ich so ein paar Eindrücke hier festhalten, die ich hier gerade gesammelt habe bei der Besichtigung dieses Schlosses Liebenwalde. Also Liebenwalde ist der Sitz der Adelsfamilie Eulenburg. So, und die Familie Eulenburg, die hat einen Vertreter hervorgebracht, der ein Vertrauter Kaiser Wilhelms II. War. Und dieser Graf Eulenburg, Philipp von Eulenburg, der soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Bismarck, zurückgetreten ist im Jahr 1890. Also am Sturz Bismarcks hat er maßgeblich beigetragen. Hier gibt es auch ein Museum, da steht das auch nochmal drin. Scheinbar sind sie darauf stolz hier. Also dieser Ort, ich kann nicht anders sagen, mir kommt mir mehr als Unheilsort vor als ein denkwürdiger Ort. Also an diesem Ort, was war diese Familie Eulenburg? Das möchte ich gerne mal wissen. Der Graf Eulenburg ist dann im Jahr 1911 oder was. Also der Kaiser Wilhelm II. War oft hier auf diesem Schloss. Da gab es so einen Liebenberger Kreis. Die haben auch sehr viel Kultur hier gepflegt. Schon in den 80er Jahren, 1880er Jahren, war hier Theodor Fontane sehr oft. Hat sich hier sehr wohl gefühlt. Naja, es sind reiche Adelsfamilien gewesen und die konnten natürlich auch ein bisschen Eindruck machen. Da gibt auch viel Geschichte hier. Also der Fontane hat ja auch wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass die Eulenburgs sozusagen bekannt wurden im Kaiserreich. Und diese Bekanntheit, das wäre alles mal noch ein bisschen nachzugehen. Ich habe zum Beispiel, da gibt es eine Kirche, so eine Backsteinkirche, die hat dieser Graf hier aufgebaut. Historischerweise aufgebaut. Das war also ist keine echte, nee, keine Backsteinkirche, Feldsteinkirche. Da hinten sieht man jetzt gerade nicht. Und da gibt es so ein paar Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges hier aus dem Dorf und vom Gut, aus der Grafenfamilie. Sind wohl mehrere Gefallen, auch der Gefallenen aus den Kriegen von 1870-71 und der Gefallenen aus den Kriegen von 1864 sogar und 1866. Also da und da ist unter anderem sind da zwei Pflegesöhne des Grafen auch gefallen ich glaube im Krieg von 1870-71. Ja, und die Eulenburgs, dann gibt es einen Vertreter der Eulenburgs, mehrere sind Anhänger von Rudolf Steiner geworden. Da gibt es ein Grab, der war sehr musikalisch begabt. Da wird dann geschrieben, ja, das Grab wurde deshalb angelegt, nicht in dem Familienbegräbnis wie sonst hier, sondern an so einem landschaftlich schöner Stelle, weil er aus okkulten Gründen müsste man, also hier sind eine ganze Menge Fragen, muss ich ehrlich sagen, wenn man hier so rumgeht, wo kommt das alles her? Was hat diese Familie für einen Einfluss ausgeübt? Dann ist hier aufgewachsen ein Vertreter, ein Angehöriger der Roten Kapelle, der im Zweiten Weltkrieg Landesverrat betrieben hat gegenüber der Sowjetunion. Was natürlich jetzt auch wieder gefeiert wird, wobei man aber fragen kann, was daran zu feiern sein soll. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das muss man nicht feiern. Ich weiß es nicht, ob man das feiern muss. Dieser Landesverrat hat Folgen gehabt und die müssen wir gar nicht alle weiter behandeln jetzt hier. Ich sage nur, war so der Schulze Boysen, der ist hier aufgewachsen. Und ja, das kann man sich ja vielleicht alles nochmal auf Wikipedia, ich habe jetzt selbst nicht die Ruhe und Zeit, mich da zu vertiefen, werde ich später nochmal alles hier angucken. Auf Wikipedia nachlesen, wie da die Zusammenhänge sind, die familiären. Also, Grafenfamilien waren immer schon politisch einflussreich. Der ist dann sogar in den Fürstenstand erhoben worden von Kaiser Wilhelm II. Und dieser Graf Eulenburg, dann war er ein Fürst von Sandern, glaube ich, oder sowas ähnliches. Und wie gesagt, habe ich das jetzt schon gesagt, also der ist von dem Maximilian Harden, das ist ein einflussreicher Publizist im Deutschen Kaiserreich gewesen, jüdischer Herkunft, soviel ich weiß. Dieser Maximilian Harden hat behauptet, dass hier Homosexualität betrieben worden wäre auf diesem Lieb in Liebenberg.
Und das hat den Ruf dieses Grafen Eulenburg, von dem wurde behauptet, er wäre homosexuell und der Bülow wäre auch homosexuell, also der Kreis um den Kaiser Wilhelm II. Wäre homosexuell gewesen, wobei ich glaube ich gar nicht weiß, ob die Historiker das inzwischen erhärtet haben oder nicht. Wäre ja auch mal interessant zu wissen. Was ich in Erinnerung habe, ist, dass auch der Yüksküll hier auf Liebenberg war, also der Biologe, einer der wichtigen Gründerväter der modernen Biologie, der Yüksküll, der auch wertvolle Dinge getan hat. Also das ist schon hier ein kulturelles Zentrum, was man sich gerne mal genauer anschauen kann in seinen kulturgeschichtlichen Zusammenhängen und geschichtlichen Zusammenhängen. Also das Schlimmste ist eben hier, dass der bedeutendste Vertreter dieser Familie maßgeblich mitgewirkt hat am Sturz Bismarcks. Das wäre für mich so der Ausgangspunkt und sozusagen der zentrale Punkt, um hier zu einer Bewertung zu kommen, zu einer geschichtlichen Einordnung zu kommen, was diese Familie an guten oder weniger guten Dingen in der deutschen Geschichte angerichtet hat. 1945 ist natürlich dieses Schloss wie alle Schlösser total zerstört worden, ganz viele Sachen kaputt gemacht worden. Bis heute finden Archäologen Sachen, die vorher zerstört worden sind, auch hinten der Gutspark, da sind ganz viele Statuen zerstört worden, wo man nicht weiß, wo die hingekommen sind, na wie überall hier in der Gegend. Also es wird auch so ein bisschen deutlich, dass eben überall, wenn man in Mark Brandenburg unterwegs ist, die Bauern haben keine Kultur gehabt. Also ganz normal, ich stamme aus Bauernfamilien hier aus der Mark Brandenburg, die haben nicht Kultur gepflegt, die Bauerngärten sind einfach nur Nutzgärten gewesen. Wenn man irgendwo auf den Dörfern hier in der Mark Brandenburg Kultur sucht, findet man es immer auf den Gutshöfen, auf der ostelbischen Gutsherrschaft. Was einfach so ist, das ist halt so. Und deshalb muss man eine gewisse Ehrfurcht gegenüber diesen Adelsfamilien schon haben, finde ich. Denn sie haben nun mal hier die Kultur hergebracht und über Jahrhunderte aufrechterhalten. Das ist einfach so ein historisches Faktum. Und deshalb muss man eben diese Adelsfamilien einfach mal als das nehmen, was sie waren. Überall, wo man hinguckt, also in ganz vielen Dörfern, es sind immer die Adelsfamilien, die dann Dichter eingeladen haben, die Raum geschaffen haben, dass Kultur geschaffen werden konnte und so weiter. Hier gibt es ein ganz tolles Altarbild in der Kirche von einem Maler. Ne? Wer wohlhabend ist, der kann natürlich auch sich der Kultur annehmen. Trotzdem frage ich mich manchmal, diese christlichen Bauern hier in der Mark Brandenburg, das Schönheitsbedürfnis ist bei denen nicht sehr stark ausgeprägt gewesen, das muss man ganz klar so sagen. Also alles nur Straßendörfer, gerade ausgerichtet. Ne? Da habe ich an meinen Vorfahren so manches dran auszusetzen. Gut, aber das alles nur am Rande. Überhaupt, das ganze Video ist nur eine kleine Reminiszenz hier. Ich will nur ein paar Eindrücke festgehalten haben. Graf Eulenburg, hier hat er gelebt, Liebenberg in der Mark Brandenburg in der Nähe von Oranienburg. Viele Grüße, tschüss.